Michael, nee, das bringt ja nichts. Ich bin gleich da. Okay. Ich find's ziemlich cool, dass du dich doch noch um den Igel kümmerst. So. Wollen wir doch mal sehen. Na? Lass dir es schmecken. Er frisst. Ich habe mich in einen anderen verliebt. Und in wen? In Simon. Mann, ist das dumm gelaufen. Aber ich kann jetzt auch nichts mehr dran ändern, leider. Ja, das stimmt. Und entweder du lieferst mir jetzt gleich eine gute Erklärung, was das mit deiner angeblichen Erkältung soll, oder du kannst dir unsere Freundschaft sonst wohin schmieren. Niemand kann jemals Annika ersetzen und am allerwenigsten du. Nein. Ach, jetzt geht schon wieder dieses Hirn im Kopf los. Das passiert immer, wenn irgendwas nicht stimmt. Schön, dass du es allmählich einsiehst. Ach, sei doch bitte still! Und was, wenn nicht, Harry, was, wenn nicht? Dann wirst du sterben. Genau wie Timo damals. Timo war so ein Egoist. Ja, wollte mich eiskalt abservieren, so wie du jetzt. Dabei habe ich ihn wirklich geliebt. Aber er wollte sein eigenes Ding durchziehen, sein eigenes Leben leben. Und da habe ich ihn erschossen. Mit dem Jagdgewehr von Papa. Ja, alle dachten, es wäre ein Unfall, weil das Gewehr zum Reinigen rumlag. Harry, das ist Wahnsinn. Zwillinge gehören zusammen. Für immer. Aber ich bin nicht dein Zwillingsbruder, ich bin nur dein Freund. Ich habe das Recht auf ein eigenes Leben. Auch Freunde gehören zusammen. Harry, bitte, lass mich gehen. Ich erzähl's niemandem. Ich gehe nicht zur Polizei. Harry, bitte! Du hast es immer noch nicht begriffen, oder? Wir könnten einander helfen. Du brauchst einen neuen Zwillingsbruder, um vollständig zu sein. Und ich brauche auch einen. Ist aber kalt hier. Ich gehe Holz holen. Ben, jetzt warte! Verschwinde! Jetzt mach doch nicht so einen Aufstand wegen dieses blöden T-Shirts! Warum hast du es mir nicht einfach gegeben? Weil ich nicht gerne getragene Klamotten verleihe. Bin ich ansteckend, oder was? Es tut mir leid, dass du den Bus nicht bekommen hast und deine Mutter nicht siehst. Lass mich einfach in Ruhe. Aber das ist doch jetzt kein Grund, mir die Freundschaft zu kündigen. Nimm deinen Fuß weg. Nur wenn du mir sagst, dass du mir nicht mehr böse bist. Au! Sag mal, spinnst du? Geh mir in Zukunft aus dem Weg, oder es gibt Ärger. Da, bist beruhigt. Papa, ich will keinen Kamillentee, ich will wissen, was mit Henrik los ist. Vielleicht sitzt er jetzt gerade im Flugzeug. Und warum hat er dann nicht in London angerufen? Das ist heute sein erster Arbeitstag. Was macht denn das für einen Eindruck? Ja, vielleicht hat er ja angerufen und es ist untergegangen. Sowas passiert in so großen Betrieben schon einmal. Warum geht er dann nicht an sein Handy? Kann ja auch sein, dass er das Flugzeug verpasst hat. Wenn der gestern seinen Flug verpasst hat, wo war er dann heute Nacht? Warum hat er mich nicht angerufen? Er muss doch meine Anrufe auf seiner Mailbox gehört haben. Marie, es kann ja auch sein, dass er immer noch sauer auf dich ist. Hendrik, der mag Streit genauso wenig wie ich. Der hätte mich angerufen. Und was ist mit dieser Valerie Foster? Gibt's da eine Telefonnummer? Nee, die habe ich nicht. Aber diese Firma in London, die hat doch bestimmt ihre Nummer. Ja, aber damit sollte man vorsichtig sein. Nicht, dass wir die Pferde scheu machen und ihm vielleicht noch schaden. Der ist da nicht. Der wollte in das Haus von Harrys Freund. Mensch, da ist irgendwas passiert. Ich spüre das. Marie, jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Es wird schon alles gut werden. Ich gehe zur Polizei. Ich mache eine Vermisstenmeldung. Vielleicht kann die ja irgendwas rausfinden. Ich glaube nicht, dass du da Erfolg haben willst. Henrik ist gerade mal einen Tag verschwunden. Die machen da noch nichts. Marie, dein Freund ist ein erwachsener Mann. Der weiß sich doch zu helfen. Papa, ich kann hier nicht tatenlos rumsitzen. Ich muss irgendwas unternehmen, sonst riecht durch. Ja. Ja. Komm nur herein. Ich bin gleich soweit. Gut. Wie geht's, Fabienne? Super.
Der macht nur noch einen auf Captain Rotbart und jagt über die Weltmeere. Und gibt seinem Matrosen Mike ständig Befehle. Bist du das? Was habt ihr zwei so getrieben? Oh, nichts. Wir haben nur die sieben Weltmeere unsicher gemacht und jede Menge Schiffe gekapert. Unser Sohn ist noch nicht mal drei und du nimmst ihn auf Raubzüge mit, ja? Mach dir keine Sorgen. Wir haben die erbeuteten Schätze an die Armen verschenkt und damit sie sich was zum Essen kaufen können. Ich verstehe. Captain Rotbart und Matrose Mike sind Robin Hoods. Ich dachte schon, du willst ihn zum Schwerverbrecher ausbilden. Nein, damit warte ich, bis er vier ist. Na, wer hätte gedacht, dass ich mich jemals über dich freue? Was guckst du mich so an? Ich habe genug unter dir gelitten. Tja, wie du mir, so ich dir. Dafür bist du jetzt der Vater, den ich mir immer gewünscht habe. Oh, das ist deinem Mund. Danke. Gerne. Du kannst dich auch gleich revanchieren. Ich wusste ja, dass du nichts verschenkst. Also, womit denn? Oh, Nils wird 33 und ich würde gerne eine Überraschungsparty im Blauen Salon machen. Mhm. Und jetzt hättest du gerne eine Finanzspritze. Ausnahmsweise nicht. Aber am Pianisten. Ach, du willst deinem Liebsten ein Ständchen bringen? Ja. Machst du's? Wer kann schon so viel Charme widerstehen? Tja. Die Gestecke meiner Tochter sind doch etwas ganz Besonderes. Und was hältst du davon? Wer braucht denn am Tennisplatz eine Erfrischungsbar? Ja, die tennisspielenden Gäste natürlich. Der Wunsch wurde mehrfach geäußert. Sagt sie nein, dazu jede Wette. Wer? Na Charlotte, deshalb hast du mich doch gefragt. Sie sind wohl von allen guten Geistern verlassen. Ich drück dir die Daumen. Madame? Frau Saalfeld, was kann ich für Sie tun? Was? Ja. Ich höre, Frau Lieberts hat den Blauen Salon gebucht. Ja, da haben Sie richtig gehört. Ja, diese Buchung wird selbstverständlich sofort storniert. Aha, können Sie mir auch sagen, warum? Es kann nicht angehen, dass Angestellte Kapazitäten blockieren und das zum Billigtarif. Hören Sie, Frau Lieberts ist eine bewährte Mitarbeiterin. Sie hat sich um den Fürsthof mehr als einmal verdient gemacht. Vor ihrer Zeit. Das steht ja nicht zur Debatte und es interessiert mich auch nicht. Wenn wir etwas für unsere Angestellten tun können, dann tun wir das. Das Personal ist nicht nur für uns da, sondern wir auch für Sie. Das ist doch nur dummes Geschwätz. Sie wollen Ihrer Tochter einen Gefallen tun, weil sie mit der Lieberts befreundet ist. Aber da spiele ich nicht mit. Das müssen Sie, wohl oder übel. Noch halten Sie nur 30%. Außerdem weise ich Ihren latenten Vorwurf energisch zurück. Ach. Ich stelle Geschäftsinteressen, nicht hinter Privatinteressen. Das ist ja wohl eher Ihr Metier. Was wollen Sie damit sagen? Sie war mit meinem Bruder im Bett. Und jetzt hat er sie fallen lassen. Das tut natürlich weh. Ja, und jetzt beißen Sie um sich wie ein angeschossenes Tier. Nicht übel. Ich würde die Finger von dem Zeug lassen. Wieso? Schmeckt wunderbar. Ich meine den Schnaps, den du mit Sandra brennen willst. Hast du ihn noch selber probiert? Ja. Vernebelt einen die Sinne. Ja. Wenn man ihn auf nüchternen Magen trinkt vielleicht. Wirklich schade, dass du ihn der Zastro schenken musstest. Sandra und ich hätten ihn wunderbar als Referenz gebrauchen können. Ja, frag sie doch. Hat Sandra schon gemacht. Rückt das Gesöff nicht raus. Tja, dann müsstest du es wohl ohne versuchen. Meine Weinbestellung nehme ich an. Abgesingert und raus. Dann hoffe ich, dass Sie sich die Preise dieses Mal ein bisschen genauer angesehen haben. Unser kleines Missverständnis beim Bogenturnier, das hat den Fürstenhof ja schon eine Stange Geld gekostet. Sie haben ja nichts anbrennen lassen, wie man hört. Darf man gratulieren? Wozu? Zum Ende des Junggesellenlebens. Oder bin ich falsch informiert? Nein. Nein, ganz und gar nicht. Aber ich möchte nicht zu schnell heiraten. Das ist einfach ein Fehler. Der wird zu häufig gemacht. So, so. Lieben Sie Sandra? Ja, immer schon. Das haben Sie aber erstaunlich gut verbergen können, Herr Kondopka. Was sollte ich denn machen, solange Sie am Drücker waren? Insofern ist Ihre Ehe für mich praktisch ein Segen. Für Sandra übrigens auch. Wissen Sie, was sie heute beim Aufstehen zu mir gesagt hat? Nein, ich glaube, das möchte ich nicht wissen. Danke. Nils ist nicht da. Ha, das ist gut.
an der Bar. Ich wollte nämlich eigentlich sowieso zu dir. Ich bin nicht ansprechbar. Wieso, ist was passiert? Ich will nicht drüber reden. Ja, dann mache ich uns erstmal einen Tee. Wer hat sich eigentlich zuerst verliebt? Nils oder du? Nils, wieso? Nur so. Hast du dich etwa verliebt? Quatsch. In wen? In wen? Sag. Sag sofort. Ben. Unser Ben! Denkt er nicht, dass du ein Kerl bist? Das ist ja das Problem. Ja, ich hab schon verstanden. Und jetzt willst du ihm sagen, dass du eine Frau bist, ja? Ich weiß es nicht. Wie schätzt du ihn denn ein? Ob er seinen Mund hält, meinst du? Ja, das ist schwer zu sagen. Also, Ben ist toll. Aber ich würde das Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen. Ist er immerhin gesucht? Ja. Und dann komme ich ins Gefängnis, wenn meine Tarnung aufliegt, schon klar. Sag mal, glaubst du denn, dass er deine Gefühle erwidern könnte? Ich habe ja keine Chance, es rauszufinden. Ach, das ist auch blöd. Außerdem will er jetzt sowieso nichts mehr von mir wissen. Wir haben uns gestritten. Worüber denn? Nur wenn du nicht lachst. Das ist doch Ehrensache. Er wollte mein T-Shirt und ich habe es ihm nicht gegeben. Was ist denn das für eine Story? Entschuldigung. Ist offen. Hi. Hi. Ist meine Mutter nicht da? Sie ist irgendwo im Hotel unterwegs. Kann ich dir weiterhelfen? Ja, sie soll sich das bitte ansehen. Was ist das? Bestellungen für Bar und Restaurant. Sind zwar schon raus, aber du kennst ja meine Mutter. Ja, sie ist ein Kontrollfreak. Tja, dann werde ich mal wieder. Lukas, ich wollte dich noch was fragen. Der Frühlingsprospekt, ja. Die Grafiker können die Termine nicht halten, wenn wir ihnen die Fotos nicht rechtzeitig liefern. Mache ich heute Abend. Aber es fehlen doch noch ein paar Texte. Was du allein sitzt, man da bestimmt ein paar Stunden dran. Ich habe sonst nichts vor. Wirklich schade, dass du ihr Zastro schenken musstest. Sandra und ich hätten den wunderbar als Referenz gebrauchen können. Ja, fragst du doch. Hat Sandra schon gemacht. Drückt das Gesöff nicht aus. Was ist das denn? Oh, ein selbstgebrannter Schnaps von deinem Urgroßvater. Was dagegen, wenn ich den mitnehme? Der gehört deiner Mutter nicht mehr, aber wenn du probieren Danke. Willst. Was soll denn das? Wollen Sie mich vor dem Personal demütigen? Wer Herr Wien demütigt, ist noch die Frage. Wir hatten eine Abmachung. Ja und? Wieso weiß das ganze Hotel hier Bescheid? Worüber? Über unser gemeinsames unschönes Erlebnis. Während unseres gemeinsamen unschönen Erlebnisses hatte ich das Gefühl, Sie genießen es. Jetzt werden Sie mal nicht frech. Sie hatten versprochen, Stillschweigen zu bewahren. Kein Wort ist über meine Lippen gekommen. Was sind Sie bloß für ein charakterloser Mensch? Glauben Sie wirklich, die anderen denken, Sie wären toller Hecht, weil Sie die Chefin flachlegen? Moment mal, ich bin nicht damit hausieren gegangen, ja? Ja, aber wieso weiß es dann jeder? Weil sich Madame vielleicht an meinem Hals festsaugen musste wie ein Blutegel. Dahinter muss ja nicht zwangsläufig ich stecken. Ja, das erklären Sie mal den anderen, nicht mir. So kommen Sie mir nicht davon. Das hat noch ein Nachspiel. Oh! So eine Beziehung kann Tücken haben. Sie stecken dahinter, geben Sie es zu. Wohinter? Sie streuen das Gerücht, ich hätte ein Verhältnis mit Frau Seifeld. Ich streue gar nichts. Ich ziehe nur meine Schlüsse. Und das da, hier, das spricht ja wohl Bände. Ein Knutschfleck von der Zastro.
Ich sag nix. Sag mal, also du schreckst ja wirklich vor nichts zurück, oder? Nach London. Heute oder morgen? Hören Sie, ich weiß, dass Passagierdaten geschützt sind. Können Sie nicht bitte eine Ausnahme machen? Ja, danke. Das weiß ich selber. Blödmann. Als ob wir noch nicht auf die Idee gekommen wären, die Polizei zu verständigen. So langsam mache ich mir auch Sorgen. Warum meldet Hendrik sich nicht bei Marie? Er kann sich doch denken, dass sie sich Sorgen macht. Was, wenn er doch in London bei dieser Valerie ist? Eine Frau hier, eine dort. Damals, als er dachte, er wäre in mich verliebt, hat er Marie auch angelogen. Aber inzwischen weiß Hendrik, wo er hingehört. Im Gegensatz zu Lukas. Hör mal, Harry, ich war ein Idiot. Du hast dir so viel Mühe gegeben mit dem Turnier und was mache ich? Ich sag einfach ab. Ich hätte deinen Einsatz mehr würdigen müssen. Ist doch wahr, oder? Ja, ich war schon sehr enttäuscht. Das wäre ich an deiner Stelle auch gewesen. So viel, wie du investiert hast. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich das wieder gut machen kann? Ach, vorbei ist vorbei. Meinst du nicht, dass du mir verzeihen kannst und wieder mein Freund sein kannst? Wenn ich dich sehr darum bitte? Nur hier raus. Ja, ja, will ich nach London. Mit dir, Harry. Mit dir zusammen. Das war doch immer dein Traum, weißt du nicht mehr. Du wolltest die Polizei rufen. Quatsch, das hast du missverstanden. Klar, doch. Den von Timo erzählen, damit ich ins Gefängnis muss, hä? Harry, hey. Ich würde dich niemals verraten. Hörst du? Niemals. Du musst was trinken. Ich hab keinen Durst. Lass uns über London reden. Sonst trocknest du aus. London, Harry. London. Nur du und ich. Ja, mal sehen. Hast du Hunger? Ich hab keine Hunger. Gute Nacht. Harry! Die Fesseln. Sie tun mir weh. Die bleiben, wo sie sind. Ich schlaf gut. Du kannst dir ja vorstellen, was ich für eine Panik hatte. Er wollte, dass ich mich ausziehe. Dem wären die Augen übergegangen. Naja, und es wäre halt raus gewesen. Und wir hätten keine Geheimnisse mehr. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Egal. Okay, Themawechsel. Um nochmal auf die Geburtstagsfeier zurückzukommen. Ja, das ist eine super Idee. Sag mir doch einfach, wie lange das morgen gehen soll. Eine halbe Stunde. Kriegst du es hin? Das ist kein Problem. Und du sagst Bescheid, wenn ihr anfangt, und dann lenke ich Nils ab. Das muss sein, weil wenn er kommt, dann ist die ganze Überraschung im Eimer. Und du kannst so richtig gut singen? Sagt man so. Ich wollte sogar mal beruflich machen, aber Schnee von gestern. Ich wusste gar nicht, dass wir verabredet sind. Und ich dachte, du freust dich über mich. Wo ist Fabienne? Wieder bei Dr. Niederbühl? Warum? Weil ich keinen Bock habe, dass du heute Nacht wieder verschwindest und bei ihm übernachtest. Nils, du weißt ganz genau, dass es ein Notfall war und ich viel lieber mit dir ins Konzert gegangen wäre. Komm, jetzt gib Ruhe und trink mit uns einen Tee. Also ist er bei Niederbühl oder nicht? Okay. Ich habe gedacht, wir könnten einen schönen Abend miteinander verbringen, aber das war wohl ein Irrtum. Ciao. Das gebe ich mir nicht. Na, brav. Halt du dich doch da raus. Jetzt fange nicht auch noch mit mir an. Du hast doch gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Die Frau liebt dich und sie tut alles für dich.
Und einmal für Sie. Bitte schön. Hey, Marie. Und, hast du was bei der Polizei erreicht? Also, die haben sich das alles angehört, aber vor morgen läuft da überhaupt nichts, weil kein Verdacht auf eine Straftat besteht. Und ein Unfall? Gab's auch nicht. Und bei dir? Ich habe alle Fluglinien abtelefoniert, aber wegen Datenschutz rücken die nichts raus. Ich rufe morgen noch mal die Polizei an, die sollen die ganzen Passagierlisten checken. Mm, das ist eine gute Idee. Mensch, wie ich heute Nacht ein Auge zukriegen soll, das ist mir echt ein Rätsel. Komm, wir gehen ein Stück. Na, der hat mir gerade noch gefehlt. Vielleicht hat Henrik sich aber ihm gemeldet. Komm, Herr Lugauer, warten Sie bitte. Hat Henrik Bruckner sich zufällig bei Ihnen gemeldet? Warum? Er ist nicht in London angekommen. Ich habe die Polizei eingeschaltet. Polizei? Warum das denn? Weil ich mir Sorgen mache. Er hat einen Job in London, ist nicht aufgetaucht und kein Mensch weiß, wo er ist. Und ans Handy geht er auch nicht. Es kann doch tausend Gründe haben. Erstaunlich, wie locker du das wegsteckst. Ich denke, du bist dein Freund. Muss ja nicht gleich hysterisch werden. Ach so, ich bin hysterisch. Das sind Frauen doch immer, oder? Am besten, ich setze die Polizei auf dich an. Vielleicht finden die ja irgendwas raus. Ich kann ja noch mal den Hausmeister in London anrufen. Da sollte er sich den Schlüssel abholen. Das ist doch eine super Idee. Oder, Marie? Ja, sei nett. Man muss mich nur freundlich bitten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich spielen soll. Tanja will es mir nicht verraten, bis sie die Noten hat. Schön, dass ihr euch mittlerweile so gut versteht. Ja, ist das nicht herrlich, wenn man bedenkt, wie kompliziert alles begonnen hat? Ein gemeinsames Kind wirkt eben Wunder. Das Wunder, meine Liebe. Das Wunder bist du. Ohne dich wäre ich nicht halb so glücklich. Ich habe dich so vermisst. Und bist ihr dabei näher gekommen? Was, Tanja? Eifersüchtig? Muss ich? Tanja ist die Mutter meines Kindes. Mehr wird sie für mich nie sein. Herzlich willkommen zu Hause. So. Du wirkst wie ausgewechselt, wie erlöst. Ja. Ja, ich habe mir immer ein Kind gewünscht. Versteh mich nicht falsch, ich liebe meine Tochter. Aber ich konnte sie nicht aufwachsen sehen und das kann ich jetzt bei Fabienne nachholen. So seine Mutter ist zulässig. Ja, ja. Tanja ist großartig. Kein Wunder, dass ich... Dass sie ein Kind gemacht hat. Und jetzt verschaffe ich ihr noch einen Traum-Ehemann. Nils Heinemann. Ja. Ich kann mir keinen besseren vorstellen für Mutter und Kind. Du glaubst, der macht dir einen Heiratsantrag? Hast du sie schon mal singen hören? Danach macht dir jeder einen Heiratsantrag. Außer dir? Ich bin nur der Pianist. So. Ach, hier bist du. Ich hab dich schon im Gewächshaus gesucht. Worum geht's? Du willst doch den alten Schnaps meines Urgroßvaters nachbrennen, oder? Ja. Hier, bitteschön. Das ist er. Ich dachte, vielleicht kannst du mit dem Original etwas anfangen. Wie bist du denn an die rangekommen? Also, deine Mutter wollte sie mir nicht geben. Die ist doch nur Staubfänger dort. Du hast sie geklaut? Und was ist, wenn deine Mutter jetzt mich verdächtigt? Dann weißt du einfach von nichts. Aber Rosalie hat sowieso gesehen, wie ich sie genommen habe. Ich habe vorher mit deinem Cousin gesprochen. Und? Was hat Simon gesagt? Dass er dich liebt. Lukas, ich akzeptiere deine Entscheidung. Wenn du mit ihm glücklich werden kannst, dann stehe ich dir nicht im Wege. Ich will nur eins. Dass wir Freunde bleiben.
Ich werde immer für dich da sein. Okay? Okay. Gut. Gute Nacht. Nacht. Kein Mensch verschwindet spurlos. Und was ist mit den Männern, die nur kurz Zigaretten holen gehen und dann nie wieder gesehen werden? Ach, so einer ist doch der Hendrik nicht. Da muss was passiert sein. Was ist denn das? Ich bin's. Hallo. Wolltest du dich bei Nils übernachten? Ach, ich hab's mir anders überlegt. Schläft der Kleine schon? Wie ein Murmeltier. Na dann. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht, Tanja. Da stimmt doch auch was nicht. Mein Gott, kann denn nicht mal irgendetwas normal sein? Bei uns nicht. Wieso schläfst du noch nicht? Wenn ich die Augen zumache, dann kommen mir sofort die krassesten Bilder. Vielleicht ist schon vorher was passiert. Vielleicht ist er überhaupt nicht bis zum Flughafen gekommen. Also laut Polizei hat es keinen Unfall auf der Strecke gegeben. Vielleicht ist er auf dem Weg zum Bus überfallen worden und hat sein Gedächtnis verloren. Jetzt steigert dich doch da nicht in was rein. Mama, das kann doch sein. Der liegt in irgendeinem Krankenhaus und weiß nicht mehr, wer er ist. Marie, weißt du was? Ich mach dir jetzt einen Vorschlag. Du gehst wieder in dein Bett und deine Mutter und ich, wir telefonieren die ganzen Krankenhäuser durch, ja? Papa, ich kann jetzt nicht schlafen. Ich bleib lieber auf. Also, dann kommst du hierher, kuschelst dich schön in die Ecke. Ich mache dir einen Kräutertee und Papa fängt schon mal an zu telefonieren. Hm? Ja. So, mein Schatz. Danke. Max, ich bin's. Sie müssen mir einen Gefallen tun. Ich brauche bitte die Telefonnummer von allen Krankenhäusern von hier bis nach München. Ja, rufen Sie mich zurück. Danke, servus. Bin ich bloß auf die blöde Idee mit Simon gekommen. Ich wollte Lukas auf Abstand halten. Aber ihn deshalb gleich zu belügen? Ich tue damit genau das, was ich an ihm nie ausstehen konnte. Ich muss aufhören, mir ständig über Lukas Gedanken zu machen. Es gibt wirklich Wichtigeres. Marie braucht mich jetzt. Solange nicht klar ist, was mit Hendrik ist, muss ich für sie da sein. Voran? Ganz okay. Ich dachte mir, du hast vielleicht Hunger. Im Moment nicht, danke. Kommt vielleicht noch. Heute Abend stehen auf dem Menü Sandwiches, ein Muffin als Dessert, Hühnersalat, Besteck gibt's auch und ein kühles Bier. Wohl bekommst. Sag, soll ich dir vielleicht helfen? Sonst sitzt du morgen früh noch hier. Ich dachte, wir gehen uns aus dem Weg, Rosalie. Aber doch nicht bei der Arbeit. Kann man das trennen? Ich möchte nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst. Lukas, ich werde mir immer Hoffnungen machen. Aber das ist doch mein Problem und nicht deins. Für Fotos hatte ich schon immer ein Händchen. Ne? Hast du die schon ausgesucht? Das ist doch wunderschön. Also, wie ich sehe, hast du keinen Kopf dafür. Weißt du was? Ich kümmere mich um die Fotos und du ruhst dich mal einen Moment aus. Musik.
ein Miststück? Dass sie ausgerechnet zur Polizei rennen? Dann lass uns fliehen, Harry. Nach London, jetzt sofort. Nach London? Das war doch dein Traum, schon vergessen. Ja, damit ich am Flughafen den Bullen direkt in die Arme laufe? Mann, wie bescheuert hältst du mich dann eigentlich? Es gibt nur eine Lösung. Die Kleine muss weg. Lass sie mich anrufen. Das hättest du wohl gern. Damit sie die Anzeige zurückzieht. Zurückziehen? Wie soll das denn gehen? Morgen, Max. Morgen. Max? Ist Herr Lugau schon beim Frühstück? Der ist schon länger außer Haus. Schon länger? Ja. Okay, danke. Bitteschön. Hey, gibt's was Neues? Nee, wir haben gestern noch alle Krankenhäuser angerufen. Nichts, gar nichts. Tag, die Damen. Hallo. Gibt's Post für mich, Max? Leider nein, die kommt erst noch. Das ist er. Woher willst du das wissen? Das ist unser Klingelton. Henrik, wo bist du? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Musst du nicht. Mensch, wieso rufst du jetzt erst an? Wo bist du? Es geht mir gut. Du klingst so komisch, wo bist du? Hör mal, Marie, das ist jetzt sicherlich nicht schön für dich. Ich habe mich in Valerie verliebt und bin mit ihr im Urlaub. Wir sind in der Karibik. Die Firma weiß auch schon Bescheid, ich habe heute Morgen angerufen. Leicht gefallen. Es war aber das Beste, was du tun konntest. Das sehe ich genauso. Danke, Helge. Bitte schön. Frau Saalfeld? Herr Heinemann, guten Morgen. Willkommen zu Hause. Danke. Sie haben um einen Massagetermin gebeten. Passt heute Nachmittag? 3? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und was sagen Sie denn zu der glücklichen Familie? Der kleine Fabienne und seine Eltern. Worauf wollen Sie hinaus? Darf ich? Bitte. Dass Mutter und Kind jetzt ständig beim Vater übernachten, macht Ihnen das gar nichts aus? Meines Wissens kam das erst einmal vor. Vorgestern? Und ich glaube, gestern auch. Das ist schlecht möglich. Gestern hat Dr. Niederbühl bei mir übernachtet. Vielleicht sollten Sie ein wenig mehr Vertrauen in Ihre Partnerin haben. So wie Sie in den Doktor? Immerhin ist er der Vater. Vielleicht werden ja alte Gefühle wach. Haben Sie Anlass, das zu befürchten? Nicht konkret. Aber man weiß doch, wie sowas läuft. Ein gemeinsames Kind verbindet. Ja, ein Leben lang. Aber es ist völlig normal, wenn Eltern ihr Kind lieben. Selbst nach einer Scheidung bleibt ein Band zwischen ihnen bestehen. Bei meinem Ex-Mann und mir ist das nicht anders. So locker sehe ich das nicht. Weil Sie selbst noch nicht Vater sind. Deshalb können Sie es nicht nachempfinden. Trotzdem, Sie sollten es akzeptieren. Thank you.
Bist du traurig? Musst du nicht. Marie hätte dich früher oder später verlassen. Das wird dir bei mir nicht passieren. Immer nur gegen mich gehetzt. Weil sie eifersüchtig war. Sie wusste, wie viel du mir bedeutest. Du hast es mir nie gezeigt. Ja, wie denn auch, wenn sie ständig in der Nähe war? Ich ging mir schon seit langem auf den Geist. Das habe ich nicht gemerkt. Sie wollte den Job in London haben. Ich wollte den gar nicht. Ich wollte zu dir aufs Turnier. Ich muss mich korrigieren. Du kannst doch ganz gut lügen. Was soll denn das? Harry, was meinst du mit Lügen? Ich hab dich nicht angelogen. Ich hab dich nicht angelogen, ehrlich. Wenn du nicht so gut gelogen hättest, könnten wir nicht verreisen. Dann wären uns die Bullen auf der Spur. So. Na, wie wär's dann mit Australien oder Japan, China? Hm? Ganz egal, wohin, ich komm mit. Wir trennen uns nie wieder. Versprich mir das. Ja. Ich schwöre. So. Dann gehe ich jetzt die Flugtickets holen. Und du packst weiter. Ja, ich. Ich verstehe das nicht. Wieso trennt sich Hendrik plötzlich von Marie? Und von wo hat er überhaupt angerufen? Ja, bitte? Hey, du warst vorhin so beschäftigt. Ich wollte nur fragen, ob du den Schnaps schon probiert hast. Ich habe gerade echt andere Sachen im Kopf. Na dann. Oh, Lukas, warte bitte. Lukas? Es tut mir leid. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich weiß auch nicht. Brauchst du Hilfe? Ich komm, ich sag dir doch, ich bin für dich da. Sag mal, wie gut kennst du Hendrik? Ziemlich gut. Glaube ich jedenfalls. Traust du ihm zu, auf zwei Hochzeiten zu tanzen? Mit Marie hier und in London mit einer anderen? Warum? Was ist passiert? Wenn ich das wüsste. Er ist nach London abgereist. Zu seinem neuen Job? Mhm. Aber da ist er niemals aufgetaucht. Und er hat sich auch bei niemandem gemeldet. Marie war heute bei der Polizei und hat ihn als vermisst gemeldet. Jetzt ruft er an und macht einfach mit ihr Schluss. Seltsam. Ja, das finde ich auch. Es ist nicht lange her, da hätte ich ihm alles Mögliche zugetraut. Aber seit Annikas Tod ist er anders. Und mit Marie ist er ja glücklich, oder? Ja, so scheint es. Aber was wissen wir denn? Nur weil die beiden den gleichen Klingelton haben, heißt das noch lange nicht, dass sie füreinander bestimmt sind. Ach, Ihr Koffer ist ja musikalisch. Ach. Summertime. Die haben beide Summertime als Klingelton? Ja. Und? Hendrik ist in Gefahr. Verdammt. Eine Erfrischungsbar an der Tennisanlage. Grandiose Idee. Aber wir haben Winter und keiner spielt Tennis. Es geht doch nicht nur um die Tennisspieler, Charlotte. Mit ein paar Heizstrahlern wird es eine zweite Winterbar. Das amortisiert sie innerhalb kürzester Zeit. Kaum bin ich weg, willst du das Geld schon wieder zum Fenster rauswerfen. Wird Zeit, dass ich endlich wieder die Zügel übernehme. Charlotte, bitte. Erst sachkundig machen, dann urteilen. Tu mir den Gefallen. Ja? Die Kosten sind durchaus tragbar. Vielleicht nach dem Essen. Geh du schon mal voraus, ich komm gleich nach. Red ich hier eigentlich gegen eine Wand? Muss erst wieder eins von den Dingern zusammenbrechen, ehe sie es begreifen. Entschuldigung. Herr Sponheim, Sie laden jetzt die Hälfte der Koffer wieder ab. Aber dalli-dalli, ja? Es sind doch nur noch ein paar Herr Meter. Sponheim! Selbstverständlich. Dir ja, Pfoten weg! Sonst schwitzt dir nur wieder ein T-Shirt durch.
Ach, überhaupt nicht, kein Problem. Also, was spielen wir zusammen? Ich bin schon neugierig. Palim, Palim. Gefällt er dir nicht? Ist er nicht gut? Einer meiner Lieblingssongs. Wirklich? Ja. Meine nämlich auch. Okay, willst du dich vorher noch einsingen? Nee, das mache ich eh nie. Wirklich? Also, ich werde das Ganze ein bisschen langsamer spielen, ja? Das wäre schön. Sehr gut. Okay. Ich gebe dir dann einen Einsatz. Mhm. Gut. Also. Lass uns reingehen bei dem Sauwetter. Ich verstehe das einfach nicht. Der soll mir noch einmal unter die Augen treten. Wie lange läuft denn das schon? Das ist doch völlig egal. Offenbar hat er uns alle getäuscht. Nein. Nein, es kann nicht sein. Da steckt was anderes dahinter. Ja, aber er hat's dir doch selber gesagt. Irgendwas stimmt da nicht. Ich spüre das. Gesucht. Lukas, ist was eingefallen. Es ist sehr wichtig. Ich habe vorhin ihr Handy klingeln gehört, als Hendrik sie angerufen hat. Denselben Klingelton habe ich schon mal woanders gehört. Ja, aber den werden sich bestimmt auch noch andere Leute aufs Handy geladen haben. Jetzt lass doch mal. An dem Tag, als Hendrik nach London wollte, hat sich Harry Lugau einen Mietwagen ausgeborgt. Was hat denn Harry damit zu tun? Er hatte einen großen Schrankkoffer im Wagen. Da ertönte diese Melodie direkt aus dem Koffer. Herr Lugau meint, es wäre sein Handy, das er versehentlich eingepackt hat. Nicht Harrys Klingelton. Ja, eben. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn es nicht Lugauers Handy ist, wessen dann? Wollen Sie damit sagen, dass es Hendriks Handy ist? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Hendrik entführt wurde. Von Harry Lugauer. Ich will mir nur die Beine vertreten. Und da drin ist kein Platz? Ich brauche ein bisschen frische Luft. Du solltest packen, hab ich gesagt. Wow. Das war ja besser als das Original. Ja, genau. Da waren mindestens drei Patzer drin. Ach, okay, ich habe überhaupt keine gehört. Ich dafür schon. Warte. Da. Ja, ja. Ja, doch. Wollen wir es nochmal versuchen? Bitte. Okay, ab dem Mittelteil? Ja, genau, also ab da wäre cool. Okay, gut. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take. Every step you take, every word you say. Ich wollte überhaupt nicht, dass es so weit kommt. Aber ich kann dich nicht am Leben lassen. Ich muss es tun. Kommt ihr mit den Proben voran? Ja. Nein, das heißt, sie hat es auf Eis gelegt, das Projekt. Warum? Ja, ich glaube, ihr hat das Lied nicht mehr so gut gefallen. Ich finde es echt toll, dass du das für Hendrik machst.
So, Hendrik und ich werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Aber darum geht's jetzt ja auch nicht. Es wäre nett, wenn du mich erwähnen würdest als deinen besten Freund. Verstanden? Du kannst mich mal! Undankbar bis zur letzten Sekunde. Du bist vollkommen übergeschnappt. So redest du schon wie Timo. Verdammt nochmal, ich will hier raus! Mensch, halt die Klappe! Sonst was, Harry!